Der Sonntag zeigt sich bei 1 bis 7 Grad verbreitet grau in grau. Besonders von der Nordsee bis in den Süden Deutschlands regnet es zeitweise. Im Bergland oberhalb von 600 bis 800 Meter Höhe schneit es. Von der Donau bis zu den Alpen sogar bis ganz runter. Dabei ist dort mit viel Neuschnee und daher mit größeren Verkehrsbehinderungen durch Glätte zu rechnen. Von der Ostseeküste bis nach Ostbayern wird es dagegen trockener mit ein paar Aufheiterungen. Am Montag findet die Sonne im Norden ein paar größere Wolkenlücken. Am Nachmittag erreicht neuer Regen die Gebiete vom Münsterland bis Schleswig-Holstein. Ansonsten bleibt es zwar meist trüb, aber es regnet nur noch wenig. Vom Erzgebirge bis zu den Alpen schneit es zeitweise. Die Höchstwerte reichen von 1 Grad in München bis 7 Grad in Bremen. Am Dienstag zieht vom Nordmeer her ein kräftiges Tief mit viel Regen und Wind durch. Im Südosten fällt bis in tiefere Lagen Schnee. Da langsam kältere Luft einfließt, kann es auch im Nordosten und in der Landesmitte zumindest regional kurz mal weiß werden.